Leute, ich bin Lukas und wahrscheinlich seht ihr mich gerade auf dem Kanal von Lumex, wenn alles geklappt hat. Und zwar bin ich jetzt gerade auf einen random Account von mir gegangen, der 20.000 Pokale hat. Und ich habe heute vor, Lumex Ultra Hops zu nehmen, Leute. Ich habe todeslange alles dafür vorbereitet. Und zwar, ihr seht schon, ich habe ihn in die Freundesliste, also das ist der richtige Lumex, ne? Ich habe ihn in die Freundesliste heimlich reingemacht auf diesem Account. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, bei der Gamescom schon. Das ist schon letztes Jahr gewesen, Leute. Und ich habe jetzt vor, dass ich meinen Account genauso wie seinen mache und ihn dann ultra fett als Fake Lumex Hops nehme, Leute. Ja, wollte ich erst in 2 Tagen wieder ändern. Bro. Ich würde sagen, der erste Schritt ist dafür schon mal ganz klar. Erstmal umzubenennen, dass ich genauso heiße wie Lumex, Leute. Dann müssen wir jetzt erstmal hier die Krone einmal suchen. So, die hat er nämlich. Yo, mir fehlen noch so viele Skins, Digga. Lass nicht alle kaufen. Ihn kaufen? So, Leute, dann ein Abstand. Okay, und dann hat er eben so das Ganze. Das erste X ist groß und so heißt er auf jeden Fall, Leute. Jetzt machen wir einmal fertig und machen es direkt nochmal hier. Zack, die Krone. Und einmal Name. Das passt. Oh, Bro, das muss ich eigentlich auch noch durchkaufen. Lol, hab ich schon. Oh, Stardrop. Ich bin legendär, Junge. Super rare. Ach, Bro, was ein Kack, Junge. Fertig. Okay, nice. Name wurde geändert, Leute. Dann als nächsten Schritt müssen wir auf jeden Fall nochmal, ganz, ganz wichtig, hier seinen Lieblingsskin holen. Ich gehe mal kurz auf sein Profil und oh mein Gott, es ist auf jeden Fall Mecha-Call, Leute, wir sehen es direkt hier. Okay, ich würde sagen, ich habe auch auf jeden Fall schon mal ein paar Juwelen. Ich glaube, die reichen jetzt nicht ganz. Ich glaube, ich muss nochmal schnell aufladen, Leute. Kauf war erfolgreich. Junge, ich werde ihn sowas von hops nehmen. Ich werde ihn auch richtig fett beleidigen. Ich werde mich als echten Lumex ausgeben. So, jetzt gehen wir in den Katalog zu den legendären Skins. Und jetzt brauchen wir einmal hier Mecha Cold, Bruder. Let's go! Oh mein Gott, Leute, ihr seht's. Und jetzt nochmal die Farbvariante. Ganz wichtig, weil Lenny mag auf jeden Fall sehr, sehr gerne hier den schwarzen Mecha Cold, den hier. Den ruchlosen. Okay, ganz wichtig, auch nochmal extra kaufen hier für 49 Juwelen. Oh, Dynamike ist im Shop. Da komm, ich kauf ihn, Digga. Dynamike! Okay, dann kann ich eigentlich gleich anfangen. So, Dynamite ist genau schnell gekauft. Zack! Let's go! Okay, bin ich eigentlich ready. Irgendwas vergessen? So, jetzt ausrüsten machen wir auch. Jetzt passen wir unser Profil so ein bisschen an. So, weil wir haben jetzt ja auch das nice Profilbild hier einmal. Und zwar, zack, einmal hier. Dann Lieblingsbrawler Calls. Let's go! Wir haben es schon mal so ein bisschen angepasst. Und jetzt werde ich ihn einfach gleich einladen. Ich nehme jetzt einfach auch den Call-Skin in die Lobby. Okay, Leute, ich würde sagen, ey, ich hoffe, er nimmt an. 3, 2, 1, zack. Okay, Einladung ist raus, Einladung ist raus. Oh mein Gott, ich werde ihn so hops nehmen, wenn er annimmt, Leute. Ich muss es wirklich hoffen. Wenn ihr dieses Video seht, hat er wahrscheinlich angenommen. Hm. Hä? Digga, was ist das denn? Hä? Lumex. Hä? Lol, was ist denn mein Name? Okay, irgendwie nimmt er gerade noch nicht an, Leute. Oh, ja, er hat angenommen, Digga, let's go. Oh mein Gott, und er hat auch gerade sogar den gleichen Skin, Bro. Der hat auch mein Skin, Bro. Hä, Leute? Ich war echt gerade am Video vorbereitet. Ich wollte gerade Brawl Stars auf. Ich bin einfach eingeladen. Wer ist das denn? Hä? Warte mal, das ist genau mein Profil, Digga. Hier, guck mal, Leute. Ich hab auch goldenen Namen, Lumex mit Krone. Ich hab auch dieses. Er hat auch mein Icon und so drin. Ja, das ist ein Fake Lumex, Digga. Junge. Hier, Leute, wisst ihr, was ich jetzt reinschreibe? Ich werde erstmal direkt beleidigen. Ich schreib, du bist kacke. Wie das Braune im Klo. Junge. Erstmal richtig fett in Nerven, Alter. Damit er erstmal so denkt: Bruder, wer ist das denn? Digga, er ist ja dumm. Warte mal. Mir geschrieben, du bist kacke. Wie das Braune im Klo. Hä? Digga, ist einfach so ein Lumex-Faker. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, was der antworten wird, Leute. Und haten tut er auch noch. Was ist das denn, Digga? Warte mal. Wer bist du? Wer bist du?
Ich schreibe jetzt, Leute, ich tue jetzt so, als ob Lumex der Faker halt wäre. Junge, du Faker. Digga, was ist das denn? Hä? Hä, warum hat er genau meinen Skin und alles? Das ist ein Faker, Leute. Ich bin der echte. Okay, er schreibt jetzt gerade, Leute. Digga, hä, was ist das denn? Lumex. Ja, aber guck mal, das ist einfach auch genau mein Skin und alles. Was hat er geschrieben? Junge, du Faker, ich bin der echte Lumex. Lösch Brawl Stars, Leute. Ich schreib das jetzt nochmal hier direkt rein. Lösch Brawl Stars, Bro! Junge, ich werde ihn jetzt schon sowas von hart triggern, Alter. Ich werde ihn so sauer machen, Digga. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, Leute, und mein heutiger Prank. Digga, wer ist das? Warte mal. Junge. Vor allem, ich habe auch 20.000 Pokale. Das wirkt schon irgendwie legit, dass ich ja sogar rein theoretisch der Echte sein könnte, Leute. Woher hast du meine FA? Leute, woher hat er meine Freundschaftsanfrage? Junge, woher hast du meine FA? Ich hab dir niemals auf dem. Ich hab dir niemals geaddet, Bro! Wer ist das? Okay, Leute, jetzt denke ich mir einfach irgendwas aus. Ich sag so, hat mir Clash Games gesagt. Wer ist das? Vor allem, schreibt mir, ich bin kacke, Digga. Bro, wer ist das? Dass du ein. Bei mir schreibt Lösch Brawl Stars. Faker bist? Er schreibt jetzt gerade wieder. Was schreibt er? Und ich will dir zeigen, dass ich der Echte bin. Ist das irgendein Prank, Leute, schon wieder? Was ist das? Ich weiß jetzt nicht, ob das real ist, Leute. Aber ich glaube, das ist schon mal ganz geil. Hä? Er hat geschrieben, hat mir Clash Games gesagt, dass du ein Faker bist. Und ich will dir zeigen, dass ich der Echte bin. Ich schieb einfach das Ganze auf Kevin, dass ich das sozusagen von ihm habe, mitbekommen habe, dass er ein Faker ist. Bro! Du bist... Hör auf damit. Du bist nicht der Echte. Oh mein Gott, Digga. Und vor allem, ich hoffe, Leute, ich hoffe so sehr, dass er so ausrasten wird, dass er mir irgendwie beweisen will sogar, dass er der Echte ist, obwohl ich ja ihn damit pranke, Leute. Änder sofort deinen Namen. Du bist nicht der Echte, änder sofort deinen Namen. Oh mein Gott, er ist jetzt schon am Rage, Leute, Digga. Am Ende macht er noch so Kacke mit meinem Account, Leute, und beleidigt irgendwie so Zuschauer oder so. Dann denken die, dass ich das bin. Dann werde ich vielleicht noch gebannt von Brawl Stars, weil er meinen Namen so komische Sachen schreibt. Digga, der kann richtig Kacke damit bauen. Junge, was laberst du? Mir gehört der YouTube-Kanal Lumex. Ey, Leute, was ist das? Warum ist das? Hä? Bro! Instagram und alles andere auch. Ey, wir können ja so ein bisschen pranken, Leute. Ich schreibe irgendwie so, willst du eins machen? Keine Ahnung, wenn du gewinnst, dann schenke ich dir irgendwie 2000 Gems oder sowas, Leute. Keine Ahnung. Ich hab geschrieben, Junge, was laberst du? Mir gehört der YouTube-Kanal Lumex, Instagram und alles andere auch. Ey, hat er mich gehackt oder so, Leute? Am Ende hat er wirklich meinen Account oder so. Aber der hat, na, das geht nicht. Ich habe eigentlich alles so richtig krass gesichert. Instagram und alles. Hör auf, mich nachzumachen. Digga, let's go, Leute. Hör auf, mich nachzumachen. Digga. Bro, wer ist das? Also das wirkt jetzt so mal ziemlich legit, glaube ich, wenn ich das so schreibe, ne? Dass er das so checkt, so, hä? Was geht da ab, als ob ihm der YouTube-Kanal von mir gehört und so weiter? Okay, warte. Okay. Okay, erst am Schreiben, Leute, erst am Schreiben. Wenn du wirklich der Echte bist... Zum Glück hat er auch noch nicht gecheckt, dass ich das vielleicht sein könnte, Leute. Zum Glück. Dann, was sagen wir, Leute? Wir schreiben dann, lass eine Runde spielen. Jürgen, ich bin so gespannt, was er jetzt schreibt. Da kannst du mir zeigen, wie... gut du bist. Wenn du gewinnst, bekommst du 2000 Gems von mir. Okay, wenn du wirklich der Echte bist, dann lass uns eine Runde spielen. Du kannst mir zeigen, wie gut du bist. Wenn du gewinnst, bekommst du 2000 Gems von mir. Leute, wir geben dem 2000 Gems, wenn er gegen mich gewinnt. Was? Als ob er so kommt, Bro. Das Ding ist, ich bin auch relativ gut, würde ich sagen, Bro. Oder zumindest so ungefähr, ne? Also ich würde schon sagen, besser als der Durchschnitt.
Ich will jetzt gucken, wie gut der ist. Wir machen jetzt ein 1 vs 1 gegen den Fake Lumix. Das wird lustig, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert. Ja, okay. Kein Problem. Schreibt jetzt wieder. Ich bin gespannt, ob er das Angebot annimmt, Leute. Mach schon mal deine Kredit. Oh, lol. Auto-Korrektur-Kick rein. Mach schon mal deine. Ich meine, er hat ja nichts zu verlieren, aber selbst wenn er gewinnen sollte, Leute, ich weiß nicht, ob ich ihm wirklich 2000 Gems schicken soll. Ich meine, er ist halt übel der Scammer einfach. Er hat einfach meinen Namen kopiert, alles. Kreditkarte bereit. Ja, okay, kein Problem. Mach schon mal deine. Oh, mach schon mal deinen. Punkt, Punkt, Punkt bereit. Dein, Digga. Hä? PayPal. PayPal? Digga, der meint es ernst. Ich zerstöre dich. So, Leute. Okay, ich habe noch eine Frage. Okay, eine Frage noch. Wenn du wirklich der Echte bist, wie lautet meine Handynummer? Leute, ich glaube, er wird richtig, richtig sauer sein. Ich werde auch richtig tryhard. Ich hoffe, ich schaff's irgendwie zu gewinnen. Das will ich noch kurz wissen, Leute, weil wenn er meine Handynummer nicht weiß. Okay, eine Frage noch, wenn du wirklich der Echte bist, wie lautet meine. Okay, das wurde auch in Sternchen verwandelt. Ah, wurde zensiert, warte. Wir haben das mal zensiert jetzt geschrieben. Wurde. Oh, Junge! Okay, Leute, wieder. Vielleicht meint er vielleicht Handynummer? Nummer? Oder Adresse? Ich weiß nicht. Ah, Nummer. Okay, okay. Bevor wir jetzt in die Runde reingehen mit ihm, ich habe ihn jetzt gefragt, wie meine Handynummer lautet. Wenn er jetzt die richtige Nummer reinschreibt, dann habe ich ein bisschen Angst. Aber das kann er nicht wissen. Wenn er das jetzt weiß, dann ist er ein Hacker oder so. Leute, ich schreibe jetzt. Ich habe ja wirklich seine echte Handynummer. Leute, ihr seht das jetzt hier verpixelt, aber ich werde jetzt einfach seine echte Handynummer hier reinschreiben. Oh, okay, Leute. Natürlich seht ihr das jetzt verpixelt alles, ne? Digga, wenn er das jetzt weiß, Leute. Okay. Wenn er das jetzt weiß. Digga, wenn er das jetzt weiß, Leute, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Ich schwöre, dann habe ich richtig Angst. Dann ist gruselig. Wenn es nur irgendein Zuschauer ist, hat er meine Nummer nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Ey, Digga, zensier das bitte. Okay, Leute. Oh mein Gott. Bro! Das ist meine Nummer, Leute. Ich schwöre auf alles. Das ist meine Nummer. Let's go. Was würdest du jetzt dazu sagen, Digga? Ich schreibe jetzt, okay, nein. Ist die falsche. Egal. Ich schreibe, das ist die falsche. Ich hoffe, ich sag, das ist die falsche, aber es ist die richtige, Leute. Willst du auch dein YouTube-Passwort wissen? Schreib ich nochmal rein. Ich schreibe, mach ready. Mach ready 1 fürs 1. Willst du auch mein YouTube? Na, Leute, es reicht. Okay. Okay, go. Okay, Leute, ich glaube, er ist richtig sauer. Er sagt auch einfach, es ist die falsche, obwohl es die richtige ist, Leute. Digga, was? Der hat meine Nummer, Leute! Okay, warte. Ich lade ihn jetzt nochmal ein. Okay, also ich denke mal, er wird mich jetzt einladen. Oh ja, er hat eine Lobby erstellt, Leute. Let's go, Junge. Okay, ich bin so gespannt, was er für einen Brawler spielen will. Digga, wie das aussieht. Einfach so zwei gleiche Profile, ne? So lustig, Junge. Oh mein Gott, er hat die 1 vs 1 Map. Okay. Ich habe ihn eingeladen. Digga, Leute. Schreib mal, nimm Colt und zeig, was du kannst. Nimm Colt und zeig, was du kannst. Okay. Ich will, dass er jetzt mal zeigt, was er mit Colt kann, Leute. Weil das Ding ist, er hat meine Handynummer. Das kann nicht sein. Ich gucke jetzt, wie er spielt, Leute. Okay, let's go. Alter, okay, er will jetzt wirklich wissen, was ich drauf habe mit Colt, Leute. Wenn er jetzt auch noch wirklich krass ist, ja, dann kann es auch vielleicht irgend so ein YouTube-Prank sein von jemandem, Leute. Ich nehme jetzt das hier, Leute. Dann nehme ich Schnelllader. Ich nehme Speed. Ja, nee, Speed macht keinen Sinn. Ich nehme das hier plus 1 Gadget. Boah, deswegen, wir gucken jetzt, wie er spielt, Leute.
Das wird jetzt nochmal ein bisschen was entscheiden. Ah ne, schnelleres Nachladen. Und ich würde sagen, ja, ich glaube, so ist das ganz gut. Okay. Aber er hat meine Handynummer einfach geschickt. Das war die richtige, Bro. Einfach Fake Lumix. Ich werde ihn richtig, richtig hops nehmen. Ich versuch's zumindest, Leute. Aber ich glaube, Lenny, wenn das sein Lieblingsbrawler ist, wird er bestimmt auch ganz gut spielen mit Coil. Das muss man schon sagen. Okay. Digga, wie er mein Skin kopiert, ne? Junge, es ist so schlecht, Junge. Es ist so schlecht. Okay, Leute. Okay, komm. Ich gebe jetzt mein Bestes. Ich bin zwar absolut gar nicht eingespielt, aber egal. Ah, okay. Okay, ja, okay. Ich glaube, er ist aber nicht so gut, oder? Nee, nee, ja, ich bin ein bisschen ver-aimt gerade, Leute. Oh, lol. Er hat irgendwie so weggeaimt gerade. Ah, nicht mehr den Stern, Leute. Ah, oh mein Gott, er rasiert. Let's go. Ey, warum ist er so gut? Warum ist er so gut? Leute, er rasiert mich. Oh, nice. Ich habe ihn nochmal gehittet, Leute. Ich habe ihn nochmal gehittet. Nicht gut, Leute. Er rasiert mich. Wie viel HP hat er denn, Digga? Digga. Er hat einfach so zwei ruchlose Mecha-Calls hier. Bro, wie viel HP hat der, Leute? Oh, nice. Ich hab ihn nochmal gehittet. Kacke. Wir müssen kurz healen. Digga, der ist auch noch gut. Okay, ich muss kurz regenerieren. Ich muss kurz regenerieren. Der ist auch noch gut, Leute. Das ist gruselig, Digga. Warum ist er so gut? Digga, dieses 1v1 schon wieder, ne? Okay, er regeneriert auch. Der ist gar nichts, bist du. Faker, Junge. Oh, er hat mich, Digga. Alter, er spielt No-Joke gut. Er spielt No-Joke gut mit Colt. Kacke bist du. Er spielt echt sehr, sehr gut. Ich muss ihn jetzt auf jeden Fall killen. Kurz hier, Leute. Kurz hier, kurz hier. Okay. Ich muss jetzt ein bisschen aggressiver gehen, Leute. Das wird jetzt ein bisschen riskant. Digga, wie er perfekt auch ganz halt am Dodgen ist, Leute. Er hat mich, er hat mich, er hat mich, Leute. Lol, ich habe ihn so gut erwischt eigentlich. Oh mein Gott, Bro. Nein! Digga, er ist echt gut, Digga. Ja! Let's go! Nice, Digga. Und jetzt, ich werde richtig ehrenlos zurückgehen. Ich werde richtig ehrenlos zurückgehen, Digga. Er ist richtig gut, Leute. Mann, er kämpft sich zurück, Digga. Oh mein Gott. Ey, Leute, bitte, ihr müsst mir die Daumen drücken. Ich muss das gewinnen. Oh mein Gott, okay. Er versucht nochmal hier zu gewinnen. Nein, Leute, Digga. Nein! Digga, er wird so sauer sein, ne? Er wird so sauer sein. Ey, er kriegt auch noch 2000 Gems, wenn er gewinnt. Oh, Leute. Oh, Leute. Digga, nein! Digga, der Fake Lumix hat mich auseinandergenommen, Leute. Ich hab einfach gewonnen. Ey, er wird so ausrasten, Digga. Leute, Spaß gehabt. Ich drücke nochmal einen Daumen nach unten hier. Ne? Auf ganz ehrenlos hier. Digga, nein. Ey, ich werde jetzt so toxisch sein, Leute. Ich werde jetzt einfach so reinschreiben. Der Fake Lumix hat mich hops genommen. Ich werde einfach diesen Daumen nach unten spammen. Digga, ja, er schickt auch... Eww, wie er Daumen nach unten spammt. Okay, GG. Hahaha. Du lost... Mensch. Hä? Was willst du, Junge? Du Faker. Haha, du Lost Mensch, du Faker. Let's go, Junge. Alter, ich glaube, er ist jetzt richtig, richtig sauer schon so langsam. Was willst du von mir? Was willst du, Junge? Was willst du von mir? Er sagt, mach mir ein bisschen Angst, Leute, ich sag ehrlich. Das ist ein bisschen gruselig langsam. Er hat meine Nummer, er ist übel gut, er hat meinen kompletten Account kopiert. Änder deinen Namen und hör auf. Digga, was will er von mir? Änder deinen Namen. Nicht nachzumachen. So, Leute. Alter, let's go. Will er mich verarschen? Und hör auf, mich nachzumachen? Yeah, Bro! Ich bin... der krassere. Ich bin der krassere. Ich bin der OG Lumix. Ich bin der OG Lumix. Was schreibst du? Was lachst du? Du bist gar nichts. Okay, okay, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Bro, Junge, was ein Scammer. Okay, Leute, ich hab langsam ein bisschen Schiss, dass er wirklich irgendwie so Zugriff auf meinen ganzen Kanal und so hat, Digga, weil er hat meine Handynummer auch schon gehabt. Das ist ein bisschen gruselig. Jetzt schreibt er schon wieder. Ey, was soll ich machen?
Okay, Leute, und ganz, ganz wichtig, was ich jetzt machen werde, ist ultra heftig. Ich habe nämlich über den Cutter von Lumex Zugriff zu seinem YouTube-Kanal. Und sein Cutter ist auch eingeweiht. Und ich werde jetzt schreiben, ich beweise dir, dass ich deinen YouTube-Kanal habe. Ich beweise dir, dass ich deinen YouTube-Kanal habe. Bro, nein. Ey, ich mein YouTube-Kanal, Bro. Okay, weil sein Cutter lädt dort die Videos immer hoch, wenn er die fertig geschnitten hat. Und ich werde jetzt gleich ein kurzes Video erstellen, wie ich so einfach dieses Bildschirm abfilme von Brawl Stars und es hochladen und es ihm so beweisen. Und er wird richtig Angst bekommen, denke ich. Das hat letztens nämlich auch Kevin bei mir gemacht als Prank und ich mache das jetzt an Lumex, Leute. Leute, schreibt ihm jetzt, du hast sowieso keinen Zugriff auf meinen Kanal. Du hast sowieso keinen Zugriff auf meinen Kanal? Okay, ich wusste, dass er das schreibt. Ja, was labert ihr? Was für der Zugriff auf meinen Kanal? Das geht nicht, Leute. Doch. Ich beweise es dir. Ich lade jetzt ein Video hoch. Okay, Leute. Let's go. Doch, ich beweise es dir. Ich lade jetzt ein Video hoch. Und zwar werde ich das jetzt mit meinem Handy eben kurz einmal abfilmen, ohne zu leaken, dass ich es bin natürlich. Also ich werde jetzt nicht außenrum irgendwie was zeigen, dass er das halt echt nicht sieht. Digga, was? Der will ein Video auf meinen Kanal hochladen, Leute. Okay, Leute, ich werde das jetzt kurz abfilmen. Ich werde nichts sagen einfach. Ich werde nichts sagen. Ist ja dumm, das geht gar nicht. Digga, wenn er Zugriff auf meinen Kanal hat, Bro, dann ist es vorbei. Ey, das ist auch nicht lustig. Das ist gar nicht lustig. Das ist übel krank, Digga. Aber das hat er sowieso nicht, Leute. Geht gar nicht. Also, das kann er nicht. Also, ich sage euch eins, mein YouTube-Kanal ist so krass gesichert, hat nur mein Cutter und so Zugriff. Und noch ein, zwei YouTube-Kollegen, wenn ich mal krank bin oder so, dass sie auch was hochladen können. Aber das war's halt. Also, der kann nichts hochladen. Das geht nicht. Okay, Leute, ich habe jetzt das Ganze abgefilmt und jetzt lade ich das hier über den Cutter von Lumex schnell auf seinem YouTube-Kanal hoch. Okay, Leute, das Ganze hat der Cutter jetzt eben erledigt, deswegen schreibe ich jetzt mal so, guck jetzt. Oh mein Gott, Digga, das wird, glaube ich, nochmal einiges ändern, Leute, in diesem Prank. Das wird nochmal ihn ultra, ultra wütend machen. Er hat geschrieben, doch, ich beweise es dir, ich lade jetzt sein Video hoch, guck jetzt. Hä? Hä? Digga, wie jetzt? Okay, warte. Digga, Leute, das... Ich gucke jetzt auf YouTube kurz. Warte. Das hat er nicht. Das geht gar nicht. Okay, Leute, ich bin jetzt kurz auf meinem YouTube-Kanal. Ich gehe jetzt auf die Videos. Digga, Leute, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Na, das kann nicht sein, Digga. Ey, jetzt ist gerade wirklich kein Spaß. Okay, Leute, also er ist die ganze Zeit irgendwie gerade am Gucken, denke ich mal. Also von ihm kam jetzt noch nichts. Digga, ihr seht es gerade selber im Hintergrund. Fake Lumex, hahaha. Digga, was ist das für Video, Bro? Was ist das? Sein Account, das ist unser Chat. Warte, hat er irgendwas gesagt? Ey, das ist auch übel schlechte Quali, was ist das? Hey, guck mal oben, guck mal, der 20.000 Trophäen, das ist der Account, Leute. Das ist sein Account, was ist hier? Das ist unser Chat. Das ist mein Account. Guck mal, das ist sein Account, Leute. Bro, hä? Einfach for real ein Video bei mir hochgeladen. Digga, was? Na, warte. What the fuck? Du Hacker. Oh, Leute, er schreibt. Oh mein Gott. Er schreibt WTF. Yes, Digga, es hat geklappt. Du Hacker. Oh mein Gott. Was hast du gemacht?
Digga, ich muss sofort alles ändern, Leute. Passwort, E-Mail. Digga, wie kann ich auf einen Kanal Zugriff haben? Es hat niemand Zugriff außer mein Cutter und so. Was hast du gemacht? Was für Hacker? Der Kanal... Oh, schreibst du, der Kanal gehört mir? Gehört mir? Dann schreibe ich so. Ich bin am Arsch, Leute. Was für Hacker der Kanal gehört... Bro, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Digga, Bro. Was ist das? Du bist ein Hacker. Junge, let's go, Mann. Es hat einfach funktioniert, Digga. Er ist richtig am Durchdrehen, sage ich euch. Du bist ein Hacker. Das ist nicht der echte Lumex. Das labert der. Komm sofort Discord. Ich will mit ihm reden, Leute. Ich will wissen, wer das ist. Ich hab geschrieben, komm sofort Discord. Okay, er schreibt wieder. Komm sofort Discord. Oh mein Gott, was mache ich jetzt, Leute? Du Faker. Okay, Leute, ich werde jetzt mal drauf eingehen, würde ich sagen. Und dann tue ich meine Stimme vielleicht ein bisschen verstellen. Ich hoffe, er merkt es dann nicht. Ich habe hier nämlich noch so einen anderen Discord-Account. Ja, okay. Kein Problem. Wie ist dein Discord-Name? Oh. Junge, seine Nachricht wird wieder komplett zensiert, Junge. Mann! Wie ist dein DC-Name? Wie ist dein Discord-Name? Lumex! Okay, let's go. Okay, er schreibt Lumex. Müsstest du aber wissen, wenn du der Echte bist. Hahaha, er hat sich verraten, Leute. Er hat sich verraten! Müsstest du aber wissen, wenn du der Echte bist. Ja, du hast ja ein Fake DC okay, Accounts. Oh, Junge, ey. Aber ich muss trotzdem sofort alles auf YouTube ändern. Digga, wie konnte der ein Video auf meinen Kanal hochladen? Ich muss eigentlich sofort alles ändern, kurz, Leute. Warte. Du hast ja ein Fake Discord-Account. Okay, Leute. Ich bin so gespannt, wie er gleich reagieren wird. Leute, ich werde gleich, glaube ich, meine Finn-Stimme auspacken. Also so... Hallo. Also ich mache so ein bisschen Kinderstimme, denke ich. Komm DC jetzt. Mann, das ist jetzt Discord kommen. Komm DC jetzt. Warte, hat er mir geschrieben, Leute? Junge, er heißt einfach auch Lumex auf Discord. Mir hat ein Lumex auf Discord geschrieben. Warte mal. Bist du Lumex auf Discord? Digga, er heißt einfach Lumex auf Discord auch noch. Digga, der fängt mich ja komplett. Bro. Oder Leute, vielleicht mache ich doch eine richtig tiefe Stimme. Ich überleg's mir noch, was ich mache. Hier ist mal jetzt kurz eben alles auf YouTube geändert, Leute. Okay, ich schreibe jetzt ja. Passwort. Alles. Jim, ja. Ich rufe ihn jetzt an, Leute, warte. Okay, er schreibt komm, call. Er schreibt komm, Digga. Ich will jetzt wissen, wer das ist, Leute. Warte, ich bin noch aus der Gruppe jetzt rausgegangen. Er ruft mich an. Warte. Ich gehe rein, Leute. Warte. Digga, er ruft mich an, Leute. Warte. Ich gehe rein. 3, 2, 1. Let's go. Hallo? Jo, was geht? Wer bist du, Bro? Was ist auf meinem Kanal hochgeladen? Was ist das? Ja, Bro. Was ist dein Problem, Mann? Ich bin halt Lumex. Digga, bist du dumm? Was redest du? Was mit deiner Stimme? Du bist nicht Lumex. Passwort, alles geändert. Du hast keinen Zugriff auf meinen Kanal. Du hast gar nichts. Ich bin 23, ich hab ein Lambo. Und... Digga, ich hab Stumbleguys, alles, Digga. Was ist dein Problem, Mann? Bruder, was ist mit deiner Stimme? Mann, der Voice Change aus, Bro. Was redest du? Digga, denkst du, ich bin dumm? Nein, du bist immer echt dumm. Der Kanal ist... Das ist alles fake. Der Account ist fake. Was ich meine, Bro ist das. Was ist das? Jetzt reg dich nicht mal auf, also... Was will ich aufregen? Du hast meine... Wo hast du meine Handynummer? Woher hast du meine Handynummer? Ich finde das gerade auch echt frech. Also vielleicht gibst du mir einfach mal 10.000 Juwelen als Entschädigung. Dann vergessen wir die Sache. Du denkst, du kannst mich erpressen? Was denkst du, du bist, Bro? Was denkst du, du bist, Bro? Was redest du? Ja. Sag ja, mir, von wo du meine Nummer hast und woher du Zugriff auf meinen Kanal hast. Sag mir jetzt. Ich bin der echte Lumex, aber wenn Bro, du sag mir, woher. Du bist nicht der echte Lumex. Hör auf zu labern. Bro. Was ist dein Problem, Alter? Gib mir einfach die 10.000 Juwelen und dann vergessen wir die Sache, sonst lösche ich deinen YouTube-Kanal. Bro, du hast nicht mehr Zugriff. Ich habe alles geändert, du hast gar nichts mehr, Bro. Du kriegst von mir einen feuchten Furz. Sag mir jetzt, von wem du die Zugangsdaten hast, Junge! Die habe ich von... die habe ich tatsächlich von deinem Cutter.
Bro, wahrscheinlich würde mein Cutter irgendeinen random einfachen Zugangsdaten geben. Denkst du, ich bin dumm oder was? Hä? Okay, Leute, ich drücke jetzt auf Pause. Ich mache jetzt einen Voice Changer aus. Ja, Bro, also doch, tatsächlich habe ich die wirklich von deinem Cutter. Digga, Lukas, nicht dein Ernst. Junge, ich hab dich richtig fett hops genommen! Junge, Lukas, Bro! Du 31er! Bro, ich hab dir voll eingeschissen! Ey, Junge, ich hab alles geplant, Bro. Ich hab bei der letzten Gamescom, als wir ein Video aufgenommen hatten, heimlich dein Handy einmal genommen, als du auf Klo warst, hab mich da schon geedit. Digga, ja, ich hab mich das so lange geplant. Ich diesen Fake-Lumix in der Freundesliste hab, Digga. Junge! Let's go, das war ein alter Free-to-Play-Account. Wie konntest du das hochladen auf YouTube, Digga? Ja, Bro, dein Cutter war auch eingeweiht, Mann. Junge, du 31er! Ich hab mir voll eingekackt, Digga. Let's go. Ey, aber was war los mit Colt, Bro? Ja, Bro, ich... Mann, ich spiel auf PC, wenn ich aufnehme. Ich bin nicht so gut drauf, Junge. Was soll ich machen? Natürlich, hätte ich auch gesagt. Ja, wo sind jetzt meine Juwelen, Lenny? Bro, du hieß gar nichts von mir, 31er. Ich würde eigentlich Bosses aufnehmen, dann lädst du mich ein, Junge. Let's go. Nice, Mann. Ja, das sag ich dir zurück, Lukas. Das kannst du wissen, Bro. Das kriegst du wieder, ja, auf jeden Fall. Ja, mal schauen. Ja, Lukas. Du wirst sehen, mein Bester. Du wirst das sehen, Junge. Das nächste Mal bist du dran, Bro. Da hack ich deinen Kanal, Bro. Ja, klar doch. Ja, Lukas, wir werden noch sehen, mein Bester. Und jetzt, Leute, würde ich sagen, ich beende das Video jetzt auch. Vielleicht muss ich was komplett anderes aufnehmen, Lukas. Du hast meine komplette Aufnahme kaputt gemacht. Glück, Mann. Ja, gern geschehen.